Mann, wie das aussieht, ey. Ja, aber wenn wir das hier... Flachsen. So. Ey, du streichst hier. Ja, aber so ist doch super. Guck mal, wie wir jetzt hier drauf sind. So machen wir. Das ist doch nie mehr wie soll ich es einstellen? Lass uns jetzt beeilen, bevor das einer sieht. Ist mir peinlich. Es ist immer so, dass es am Ende auf mich abfällt. Du. Ja, wir schlafen hier. Die ganze Nachbarschaft ist hell, ne? Okay, ah, so macht die Karte hier sogar schon an, alles klar. Okay. Oh, leck mir einen Zicker hier. Ja, Achtung. Moin, ihr Sizzler da draußen. Heute zeigen wir euch ein super ausgeleuchtetes Bild. Ja, genau, ein super ausgeleuchtetes Bild in der Dunkelheit. Wir bestrahlen hier gerade die halbe Nachbarschaft, deswegen beeile ich mich jetzt. Es gibt einen Burger. Hier fahren schon Autos gegen Hauswände. Mund. Also, es wird einen Burger geben. Und zwar haben wir diesen Burger bei dem Kanal Die Rumpelkiste. Das ist der Vlog- oder Vlog-Kanal von ich rede einfach weiter, Julian. Ja, der Vlog- bzw. Vlog-Kanal von Felix Bar. Und die Rumpelkiste verfolgen wir relativ intensiv, weil wir die Videos sehr geil finden. Und der war im Amiland in den USA bei der Burgerkette In-N-Out Burger und hat dort einen Poultry-Style, also Geflügel-Style-Burger gegessen. Das Geflügel interessiert uns dabei nicht. Wir nehmen Rinderhack, aber dieser Burger hatte statt eines Burgerbrötchens Salatblätter außenrum. Also Low Carb und für Menschen, die keine Burger Buns backen können. So wie wir. Sonst deswegen kein extra heißt halt der geben. Burger bei uns auch Inside Out Burger. Der Salat ist draußen. Und falls Felix, falls du das auch sehen solltest, liebe Grüße an dieser Stelle. Genau. Beides ordentlich bitte. Genau. Ja. Da freuen wir uns lieber. Wir fangen jetzt auf jeden Fall an. Viel Spaß. Viel Spaß. Für unseren Inside-Out-Burger brauchen wir überhaupt nicht viel, nämlich nur das hier. Hier ist quasi Rinderhackfleisch drin. Hier sind so ein paar Beilagen, was zu so einem vernünftigen Cheeseburger eigentlich normalerweise gehört. Und diesmal brauchen wir, wie im Intro schon erwähnt, natürlich keinen Bun. Denn wir haben hier unseren frischen Kopfsalat. Ist das ein Kopfsalat eigentlich oder ein Eisberg? Ja, Eisbergsalat. Eisbergsalat ist doch ein Kopfsalat, oder? Okay, das weiß ich nicht. Wenn ihr es besser wisst, könnt ihr es drunter schreiben, weil mit Grünzeug kenne ich mich nicht so gut aus. Normalerweise ist das ja eher so, ne? Ihr wisst schon. Gut. Hier ist Rinderhackfleisch. Daraus kann man zwei Patties formen. Hier ist Cheddar-Käse. Der Cheddar-Käse kommt später auch nochmal, also als Scheibe quasi in den Burger rein, aber jetzt auch nochmal zerbröselt ins Fleisch rein, denn Käse kann man bekanntlich nie genug haben. Und das sind die einzigen Sachen, die wir vorbereiten müssen, nämlich unser Hackfleisch und die Burgersoße. Hackfleisch würzen wir mit einer Gewürzmischung unserer Wahl. Aus unerklärlichen Gründen nehmen wir natürlich Hashtag Smoke. Wir haben auch Burger noch nicht. Hältst du nochmal eine Kamera? Ja, Burger haben wir noch nicht mit Hashtag Smoke gegessen. So ist es. Das ist noch so frisch. Wahnsinn. Dass es kurzfristig öffnen muss. So. Und da kann ich auch ruhig üppig vorgehen und ein bisschen mehr von nehmen. Soll ja auch schmecken. So. Mmh. Dazu kommt, wie ich schon gerade gesagt habe, ein bisschen Cheddar. Wenn ihr geriebenen Cheddar habt, könnt ihr auch den nehmen. Den hatten wir jetzt nicht da. Deswegen nehmen wir den. Und das Ganze wird jetzt durchgewalkt. Ja, und also einmal, Julian, das ist mir unklar, wie der Boden liegt voll, hier liegt der Käse, komm. Ja, es liegt an meiner riesigen Patsche hin. Guck mal, was du gerade filmst. Du filmst gerade den Boden und meine Klöten. Ja, du könntest ja auch wahlweise ein bisschen vorsichtiger da rein greifen. So, das sieht übrigens auch jetzt schon geil aus, wenn ich mir vorstelle, dass der Käse nachher in diesem Fleisch noch wegschmilzt. Mhm. Fantastico. Wo haben wir den Burger? Den Burger? Da kann sich jetzt der Felix mal angucken, wie es richtig funktioniert. Felix, falls du den einmal nachmachen willst, ne, jetzt weißt du, wie es geht. Du musst dich nicht mehr anstellen bei der Burgerkette, sondern gehst hierher. Oder kommst mal bei uns vorbei. Alles ist möglich. Wie hieß die Kette nochmal? In-N-Out Burger hieß die tatsächlich auch. Ich glaube auch. Zumindest habe ich so in seinem Video gesehen. Lecker, lecker. Lecker. So sieht das aus, wenn es fertig ist. Man sieht das immer daran, wenn man jetzt so ein bisschen hier zieht, dann zieht das so leichte kleine Fäden. Dann hat man auf jeden Fall genug geknetet. Ja, dann bindet das Ganze auch, ne? Genau. Sonst kann man hier noch ein bisschen
Senf mit reinmachen. Senf ist nämlich ein Emulgator. Emulgator. Sorgt dafür, dass es besser klebt. Und hier müssen wir jetzt auch keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, aber es soll ja trotzdem ein bisschen nach Burger aussehen. Dann mache ich hier, guck mal an. Ja, ich habe in meiner Jugend, das ist ja schon einige Jahre her, habe ich natürlich auch Burger geformt wie ein großer. Ich habe dann die damals immer auf dem Schulhof verkauft, damit ich mir danach mein Pausenbrot leisten konnte. Ganz genau. Nicht, dass ich die Burger gegessen hätte. Das glaubt dir jeder hier. Jeder Zuschauer wird dir genau das glauben. So, Nummer 1. Da. Nummer 2 macht er jetzt auch nochmal fertig, ne? Ja, und dann zeige ich noch die Soße. Warte, das machen wir jetzt hier live. Wir schneiden doch nicht. Ich filme erstmal so ein bisschen unser Patty, weil ich finde, es sieht echt extrem geil aus. Das nennt man auch Patty-Patting. Patty-Patting macht der hier gerade, ja. So, woher kommt der Begriff Patting? Vom Patty, ist doch klar. Genau, und von Dr. Sommer. Herzliche Grüße auch zum Dr. Sommer. Gibt's das überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Kommentiert mal, wenn ihr wisst, ob es das noch gibt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Genau. Gut. Patty 2 ist auch fertig. Die Petition, sagt man ja auch. Genau, die Petition. Petition. Jetzt habe ich hier noch eine schöne Burgersoße von Barbecue, die Honig-Senf. Die schmeckt fantastisch. Ja. Hast du gerade gespiegelt? Oder was? Ja, ich habe gerade gewunken hier in der Spiegel. Jetzt noch ein bisschen hier von der... Oh Gott. Von der Mayo. Von der Mayo, von der Mayo ran. Alter, heute ist aber Wortwitztag. So. Mayo-Hana ist das nämlich. Umrühren. So, können wir jetzt endlich raus an Grill, Julian? Sind die Vorbereitungen jetzt endlich abgeschlossen? Nee, noch nicht, warte. Die Burgersoße sieht gut aus. Probier mal. Na komm. Lecker. 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 100% lecker. Lecker. Und jetzt gehen wir raus an den Grill und machen den Burger da zu einem zünftigen Mal gemeinsam fertig. Unsere Burger-Patties müssen natürlich noch gegrillt werden und das machen wir heute auf dem kleinen TravelQ Pro 285, den wir neulich mal gereviewt haben. Warum wir das machen, es ist dunkel, es ist kalt und dieses kleine Ding heizt sich super schnell auf im Vergleich zu so einem großen Gasgrill, wo wir viel mehr Luftmasse erstmal aufheizen müssen. Es geht hier viel schneller, deswegen nehmen wir den und ich fange auch direkt an. Links haben wir einen Brenner an, sprich hier über der Rostzone, über der Gussplatte haben wir die Brenner ausgelassen, weil wir da die Patties dann nochmal nachziehen lassen. Und jetzt lege ich einfach mal das erste auf und das zweite direkt hinterher. Und jetzt werden die von beiden Seiten so ein paar Minuten gegrillt, dass die ein bisschen Röstaromen kriegen. Und dann kommen die in den indirekten Bereich, werden mit Käse belegt und so weiter und so fort. Ich mache jetzt aber erstmal einen Deckel drauf, dass die ganze Hitze nicht flöten geht. Wäre ja doof. Wir sind ja nachhaltig auch. Ganz nachhaltig ist das hier. Ja, und jetzt heißt es wie immer abwarten. Wie immer, wenn wir grillen, abwarten. 1,5-2 Minuten sind rum. Ich schaue mal nach. Löst sich super. Hat ein schönes Branding bekommen. Mal gucken, ob es bei der anderen Seite genauso schön aussieht. Jawollo. Und jetzt lassen wir ihn von der Seite auch nochmal liegen. Und dann drehen wir nochmal. Ihr kennt das Prozedere. Aber natürlich zeigen wir euch das auch nochmal. Für ein schönes Branding müssen wir natürlich die Seite, die jetzt schon hier das Branding hat, nochmal drauflegen. Sprich jetzt 90 Grad oder 45 Grad dazu. Und was übrigens sehr geil ist, guck mal, wie schön hier der Käse schon schmilzt. Das ist absolut großartig. So, zack. Und wenn wir das nächste Mal drehen, ach, das zeige ich euch gleich. Ich sag's, Schwachsinn, dass ich es vorher erzähle. Ihr seht es ja gleich. Schauen wir mal. Sieht fantastisch aus. Ein Branding, wie es im Buche steht. Und jetzt kommt nämlich das, was ich eben schon sagen wollte, schon mal der Käse rauf, dass der schon mal ein bisschen vorheizen kann. Die Seite liegt jetzt noch mal ungefähr 1,5-2 Minuten und dann wandern die rüber in den indirekten Bereich.
damit sie noch ein bisschen garen können. Aber auch nicht mehr lang, weil so lange dauert so ein Burger ja auch nicht von der Grillzeit her. Wir wollen halt Medium haben, aber wir wollen noch nicht ganz roh haben. Von daher ein paar Minuten ziehen die dann noch nach. Es ist soweit. Es ist Zeit, den Burger vom Grill zu nehmen, beziehungsweise die Patties. Ich nehme erstmal einen runter. Kennt ihr den Kanal, der das immer macht? Es ist Zeit. Falls ja, herzliche Grüße an Markus von 0815 Barbecue. Ja. So sieht aus. Und jetzt kommt ja das eigentliche Highlight dieses Burgers. Wir haben hier Salatblätter. Und diese Salatblätter sind unsere Brötchen quasi oder unser Brötchenersatz. Ich werde jetzt erstmal unten rein, beziehungsweise hier das Salatblatt so ein bisschen mit Soße auskleiden. Oh, ich denke mal, das wird uns reichen. Jetzt setze ich den geilen Patty mit diesem leckeren, seht ihr, wie geil der Käse hier richtig Blasen schlägt? Voll geil. Rauf, dazu hier noch schön zwei Tomätchenscheiben, ein bisschen Zwiebel. Ihr könnt dann natürlich euch austoben. Wie gesagt, man kann ja die wildesten Sachen aus so einem Burger machen, aber wir haben uns mal für so einen Standard-Cheeseburger entschieden. Ein paar Zwiebeln, sagt ja, ja, okay, ich nehme es runter. Ist ja in Ordnung. Wollen wir oben drauf kommen? Oben drauf machen wir nochmal einen kleinen Kleck Soße. So. Die Soße wird übrigens immer fester hier, weil es einfach minus 4, 5 Grad schon wieder hat. Aber gut. Und jetzt wickeln wir uns den so ein. Und was sehen wir da? Ein völlig in Salat Blatt versteckten Burger. Man kann natürlich auch ein Salatblatt oben drauf legen. Wir wickeln den einfach so ein und haben jetzt unseren Burger ohne Brot im Salatblatt und machen jetzt erstmal ein Foto davon und dann probieren wir ihn zusammen. So, hier habe ich ihn, Freunde. Oh, kalt. Da ist er. Lecker. Ist das nicht mal geil? Man sieht nicht so viel. Das ist jetzt ein Burger für Vegetarier, ne? So viel steht fest. Ja, ja, weil man das Fleisch nicht sieht, deswegen ist er für Vegetarier. Ich guck mal, wie es schmeckt. Oh, wie der Käse läuft. Gib mir auch mal her hier das Ding. Also er ist auf jeden Fall richtig schön medium. Ich weiß nicht, ob man das so schön sehen kann. Guckt euch das an. Kann man erkennen? Oh. Alter, ist der großartig. Die Soße haben wir übrigens schon mal sehr ähnlich wie jetzt beim Royal TS Burger gemacht. Wir auch noch mal reinbeißen, ist ja großartig. Es ist zugegebene Sauerei, weil natürlich alles durch den Salat durchläuft. In dem Video bei Rumpelkiste war es so, dass er noch so ein Blatt Papier hatte, wo er den reingesteckt hat und dann quasi wurde er geliefert. Dann sifft das in das Papier rein, dann geht das auch. Aber geschmacklich ist das der Wahnsinn. Alter. Man vermisst das Brötchen überhaupt nicht, finde ich. Es ist von dem dieses Frische vom Salat. Du hast hier komplett Burgersoße. Ich bin komplett voll. Ja, der Boden ist voll und du hast hier überall, ich wahrscheinlich auch. Guck mal, ich gehe in den Schatten. Ist großartig. Ja, also, solltet ihr unbedingt mal ausprobieren, einen Burger ohne Brötchen. Super geil. Kohlenhydrate arm. So sieht's, ja, genau, ist echt so. Das ist ein Fitnessburger. Ein Proteinburger hier, ja. Wenn man den noch mit Hähnchen hat, macht, ich glaube, bei In-N-Out Burger in, ach du Scheiße, im Amiland heißt der auch Poultry Style, also Geflügelburger. Aber er ist auch so mega, macht's nach. Wir wünschen euch viel Spaß dabei, haut rein. Ciao. Tschüss. Oh, lecker. Das ist der geil, ey. Der Salat ist so geil, ey, guck mal. Ja, ich hab doch. Komm, mach doch.